ein Metall ist entstanden. Das Faszinierende an dieser chemischen Reaktion, die Sie eben sahen, bleibt, wie vor rund 4000 Jahren, als ein entscheidender Durchbruch gelang, mit dem Erschmelzen von Bronze einen neuen Werkstoff zu schaffen und ihn in solchen Formen zu gießen. Man schuf daraus Werkstücke, die das Leben der damaligen Menschen erleichterten und verschönerten. Es waren einfache Arbeitshilfen, es waren Waffen und es waren Schmuckstücke, die aus diesem neuen Material entstanden. Einfache, ebenso wie unnachahmliche Meisterwerke. Alle zusammen charakterisieren sie die Kulturepoche der Bronzezeit. Erst viel später, nämlich vor rund 3000 Jahren, lernte man Eisen herzustellen und zu bearbeiten. Metalle haben zu allen Zeiten den Menschen besonders angesprochen. Seinen Geist ebenso wie sein Geschick, nicht zuletzt aber auch seine Gefühle. So denken wir an die unzähligen und fruchtlosen Bemühungen der Alchemisten, etwa aus Quecksilber Gold zu machen. Doch kehren wir auf den Boden des bisher Erlernten zurück. Wir wollen genaueres über diese Stoffgattung Metalle erfahren. Wir wollen sozusagen ihr elektronisches Innenleben erkennen und wir wollen verstehen lernen, ob Metalle wirklich etwas grundsätzlich anderes sind als sonst chemische Stoffe unserer Welt. Denn schließlich werden aus manchen davon die Metalle ja sogar gewonnen. Die Mehrzahl der rund 90 natürlichen Elemente sind Metalle. Im Periodensystem der Elemente nimmt ihr Auftreten nach links und unten zu. Allerdings kommen nur wenige von ihnen, nämlich die edelsten, frei oder wie man sagt gediegen in der Natur vor. Etwa Gold, das hier Quarzgestein durchsetzt. Die allermeisten Metalle kommen in der Erdkruste chemisch gebunden vor, zum Beispiel an Sauerstoff und Schwefel. In diesen Erzen treten sie als Kationen, das heißt als Träger positiver Ladung auf. Folglich bedarf es der Zufuhr negativer Ladungen, also Elektronen, um die Metalle in Freiheit zu setzen, die Ionen zu reduzieren. Als Reduktionsmittel, das heißt Elektronenlieferant, eignet sich zum Beispiel Wasserstoffgas. Bei höherer Temperatur verbindet es sich hier mit dem Sauerstoff aus Kupferoxid zu Wasser. Das elementare Kupfer zeigt wegen seiner feinen Verteilung eine hellrosa Farbe. Manche Metalle lassen sich dadurch gewinnen, dass einfach, wie hier am Beispiel Blei, ihr Oxid im Gemisch mit ihrem Sulfid erhitzt wird. Bei diesem Röstreaktionsverfahren entweicht Schwefeldioxid als Gas. Das direkteste Reduktionsmittel ist elektrischer Strom. Er wird wie hier bei der Aluminiumproduktion für die Gewinnung aller technisch wichtigen Leichtmetalle eingesetzt. Die Schmelzflusselektrolyse von Kryolith zur Aluminiumerzeugung zählt zu den stärksten Einzelverbrauchern für Elektrizität. Während der Elektrolyse werden regelmäßig Proben des kathodisch abgeschiedenen Metalls entnommen. Mögen sich die Herstellungsprozesse für Metalle äußerlich noch so sehr unterscheiden, chemisch gesprochen sind es immer Reduktionen. Wie aber steht es mit den Metallen selbst, die sich auf den ersten Blick in vielem so zu ähneln scheinen? Metalle sind silbrig glänzend, nun Kupfer ist rot und Gold ist eben golden.
In dünner Schicht durchstrahlt erscheint die Komplementärfarbe grün. Metalle sind alle irgendwie hart. Schon unter leichtem Druck ist Natrium schneidbar. Während das gleiche Werkzeug auf Wolframmetall zerspringt. Und wann schmelzen die Metalle? Quecksilber schon bei minus 40 Grad. Hier erstarrte es in einer Form bei der Temperatur von Flüssigstickstoff minus 196 Grad. Ein Hammer aus gefrorenem Quecksilber. Von langer Lebensdauer ist er freilich nicht. Auch dieser Hammer zerfließt. Allerdings erst weit oberhalb 1000 Grad, denn er besteht aus Eisen. Metalle, so hat man im Gefühl, seien schwer. Tatsächlich sind die Stoffe mit den höchsten Dichten sämtlich Metalle. Aber auch der leichteste, bei Raumtemperatur kristalline Stoff ist ein Metall, Lithium. Hier ein Kilogramm davon und dagegen ein Kilo Gold. In diesem Benzingemisch sinkt Eichenholz unter. Ein Metallblock aus Lithium dagegen schwimmt. Aber trotz aller dieser zum Teil spektakulären Unterschiede können wir doch eigentlich immer ganz gut beurteilen, ob ein Stoff ein Metall ist. In einem Stromkreis liegt ein Eisendraht. Bei einem Volt Spannung durchfließt ihn ein Strom von knapp 1,5 Ampere. Anders bei einem Kupferdraht gleicher Länge und Dicke. Jetzt fließt ein viermal stärkerer Strom. Kupfer leitet Elektrizität etwa viermal besser als Eisen. Metalle sind aber auch gute Leiter für Wärme. Durch genau gleiche Blöcke aus Eisen und Kupfer strömt 60 Grad warmes Wasser und heizt beide Blöcke parallel auf. Gleich angeordnet tragen die Blöcke Kontaktthermometer. Eine Aufheizung um 10 Grad ist beim Kupferblock nach 40 Sekunden erreicht. Rechts oben eine digitale Zeitanzeige. Beim Eisenblock dauert der Aufheizvorgang um 10 Grad wesentlich länger. Hier ist die Endtemperatur erst nach 178 Sekunden erreicht. Das Experiment zeigt, auch die Leitfähigkeit für Wärme ist, so wie die für Elektrizität, bei Kupfer rund viermal größer als bei Eisen. Daraus aber folgt, dass beide Leitungsvorgänge ein und dieselbe Ursache haben. Die Beweglichkeit von Elektronen zwischen den positiv geladenen Rümpfen der Metallatome. Diese aber fangen bei höherer Temperatur selbst heftiger zu schwingen an und behindern so die Vorwärtsbewegung der Elektronen für den Stromtransport. Heiße Metalle leiten den Strom schlechter als kalte. Durch einen Draht aus Molybdän fließt bei 2,5 Volt ein Strom von 2,5 Ampere. Der Draht wird an einer Stelle kurz erhitzt. Der Widerstand wächst und damit auch die Temperatur an dieser Stelle. Rasch schaukeln sich beide auf, bis der Draht zu weißem Molybdänoxid verbrennt. Entsprechend nimmt bei einem echten Metall die Leitfähigkeit mit Sinken der Temperatur zu. Durch eine Spirale aus dünnem Kupferdraht fließt mehr Strom,
wenn sie in flüssigen Stickstoff getaucht und dabei auf minus 190 Grad abgekühlt wird. Ist nun eine gute elektrische Leitfähigkeit, die in charakteristischer Weise von der Temperatur abhängt, wirklich nur für echte Metalle typisch? Dann gibt es doch bei jedem Elektromotor dies: Stromzuführungen, sogenannte Kohlen. Sie bestehen aus Graphit, einer kristallinen Form des Nichtmetalles Kohlenstoff. Graphit aber leitet den Strom praktisch so gut wie ein Metall und viele Milliarden Mal besser als diese Modifikation von Kohlenstoff, nämlich Diamant. Das könnte uns einen Hinweis geben, das Wesen der Leitfähigkeit in Metallen zu verstehen. Denn so viel ist doch klar, Leitfähigkeit setzt viele frei bewegliche Elektronen voraus. Wenn wir nun bei ein und demselben Element, nämlich Kohlenstoff, mit konstanter Elektronenzahl je Atom ganz unterschiedliche Leitfähigkeit finden, so muss diese wohl eine Eigenschaft eines Kollektivs von Atomen sein und von deren Anordnung zueinander abhängen. So wie Diamant und Graphit gibt es auch noch andere ungleiche Zwillinge. Zinn, ein schweres Element aus der vierten Hauptgruppe des Periodensystems, ist ein gebräuchliches Lötmetall. Es schmilzt niedrig und korrodiert an Luft kaum. Jahrhundertelang wurden daraus Gebrauchsgegenstände hergestellt, denn Zinn lässt sich leicht gießen und formen. Normales weißes Zinn ist unterhalb 13 Grad nicht mehr stabil, so wie flüssiges Wasser, das unterhalb 0 Grad instabil ist und daher zu Eis wird. Hier nun eine zeitgeraffte Aufnahme vom Fortschreiten der sogenannten Zinnpest, einer eigentümlichen Metallkrankheit, die weißes Beta-Zinn erfasst und es zu krümeligem, grauen Alpha-Zinn zerfallen lässt, das Elektrizität nur noch schlecht leitet. Solche Umwandlungen fester Phasen ineinander verlaufen bei tiefen Temperaturen natürlich nur sehr langsam. Die elektrische Leitfähigkeit eines Stoffes muss also von der Struktur, das heißt von der Anordnung der Atome mit ihren Elektronen, abhängen. Dazu erinnern wir uns an die Verhältnisse beim Kohlenstoff. Im Diamant, einem Nichtleiter für Elektrizität, ist jedes Kohlenstoffatom, wie auch in aliphatischen Verbindungen, tetraedrisch von vier Bindungspartnern umgeben. Seine vier Valenzelektronen sind also in vier Bindungen lokalisiert. Im Graphit hat jedes Kohlenstoffatom dagegen nur drei nächste Nachbarn. Dies ist gleichzeitig das Grundmuster für ungesättigte Kohlenstoffverbindungen, bis hin zum kleinsten Molekül dieses Typs, dem von Ethylen. Darin ist an jedem Kohlenstoffatom ein Elektron nicht zur Bindung herangezogen. Je zwei dieser freien Elektronen bilden Pi-Bindungen aus. Beide Elektronen gehören nun zu beiden Kohlenstoffatomen. Knüpft man mehrere Ethylen-Bausteine zu größeren Molekülen zusammen, bleiben die freien Elektronen nicht auf die einzelnen Bausteine lokalisiert, sondern verteilen sich über das ganze Molekül. Hier beim Butadien, aus drei Einheiten beim Hexatrien, beim Oktatetraen aus vier Einheiten und so fort. Wie die Photoelektronenspektren zeigen, spalten mit zunehmender Kettenlänge die Energien der Pi-Elektronenpaare fächerartig auf. Dabei bringt jedes Kohlenstoffatom nicht nur ein Elektron, sondern ebenso auch einen Aufenthaltsraum, ein Orbital, mit ein. So sind etwa beim Oktatetraen, rechts im Bild, die acht eingebrachten Atomorbitale zu acht energetisch verschiedenen Molekülorbitalen verschmolzen. Davon sind jedoch nur die unteren, vier, paarweise mit Elektronen besetzt. Überträgt man dieses Bild auf immer größere Moleküle bis hin zum Graphit, so wird klar, dass sich dabei ein Band unendlich dicht beieinander liegender Energiezustände ausbildet. An dieses schließt sich ein Band mit beliebig vielen unbesetzten Aufenthaltsräumen direkt an. In dieses hinein können jederzeit dank ihrer Bewegungsenergie Elektronen gelangen
und sich darin unter dem Einfluss einer angelegten Spannung als Leitungselektronen frei bewegen. Graphit ist freilich ein einmaliger Spezialfall. Kein anderes Element kann sich so wie Graphit ein Netz aus CC-Bindungen aufbauen, dabei je ein Elektron aussparen und so in Ebenen zum Stromleiter werden. Inwieweit konnten uns nun aber die Betrachtungen über Kohlenstoffverbindungen und Graphit helfen, das Wesen der metallischen Leitfähigkeit zu verstehen? Schließlich gehen ja Metallatome untereinander keine Elektronenpaarbindungen ein. Dafür reicht die Zahl an Valenzelektronen gar nicht aus. So besitzen Alkalimetallatome ja gerade je eines davon. So wie diese Kugeln bauen auch die Atome der meisten Metalle dichteste Packungen auf. Bei Alkalimetallen ist zwar die Packung ähnlich regelmäßig, jedoch etwas weniger dicht. 8 nächste Nachbarn um jedes Alkalimetallatom. In diesem Ausschnitt aus einem Block Alkalimetall besitzt jedes Atom ein Elektron in einem kugelförmigen S-Orbital. Die Orbitale überlappen einander, durchdringen sich. Die Elektronen spüren die Nachbarn. Das aber heißt, die Energien der Elektronen sind nicht mehr gleich. Sie fächern auf. Und so verwandelt sich das vom Spektrum her bekannte scharfe S-Energieniveau einzelner Atome in ein Band von Energiezuständen im Metall. Einzelne Zustände lassen sich nicht mehr voneinander unterscheiden. N-Alkali-Atome bilden also ein Band von ebenso N-Zuständen. Doch nur die Hälfte davon, N-halbe, ist mit je 2 Elektronen besetzt. Jederzeit können Elektronen ohne Energieaufwand in unbesetzte Zustände übertreten und als Leitungselektronen wirken. Solche nur teilweise gefüllten Energiebänder heißen daher Leitungsband. Ihr Vorhandensein charakterisiert Metalle. Lassen Sie uns diesen Gedanken noch etwas weiter verfolgen. Wenn bei Alkalimetallen mit einem Valenzelektron pro Atom das Leitungsband gerade zur Hälfte gefüllt ist, wäre es bei Erdalkalimetallen eigentlich voll. Denn ihre Atome besitzen je 2 Valenzelektronen. Dann aber müssten Erdalkalimetalle nicht Leiter sein. Nun, fast ist es überflüssig, Ihnen hier an diesem Block Magnesium das Gegenteil zu beweisen und zu zeigen, dass das Erdalkalimetall Magnesium natürlich Strom leitet. Ist dann also unser Bild falsch? Nein, es ist nur noch nicht komplett. Es fächern nämlich nicht nur die S-Orbitale der Atome bandartig auf, auch die P-Orbitale bilden ein Band von möglichen Energiezuständen. Und dieses reicht sogar noch in das S-Band hinein. Dadurch stehen also auch für Erdalkalimetalle mehr als genug freie Energiezustände für Leitungselektronen zur Verfügung. Das gilt auch noch für die Metalle der dritten Hauptgruppe mit 3 Valenzelektronen, also die Elemente Aluminium, Gallium, Indium und Thallium. Wir kennen jetzt den Grund, warum in dieser Darstellung des Periodensystems Metalle auf der linken Seite auftreten. Es sind Elemente mit wenigen Valenzelektronen. Dichte Packungen ihrer Atome, das heißt hohe Koordinationszahlen, führen zu überlappenden Bändern, die dann nur teilweise mit Elektronen gefüllt sind. Soweit, so gut. Aber wie geht es jetzt mit der vierten Hauptgruppe des Periodensystems weiter? Der Diamant als eine Modifikation des Elementes Kohlenstoff ist schließlich kein Metall. Diamant hat ein Gitter, das auch für die schwereren Elemente der vierten Hauptgruppe typisch ist, für Silizium und Germanium. Alle 4 Valenzelektronen sind in Sigma-Bindungen zu nur 4 Nachbarn festgelegt. Bedeutend schwächer als in Metallen beeinflussen sich hier die Bindungselektronenpaare. Sie bilden ein schmales Band aus lauter doppelt besetzten Energiezuständen. Energetisch weit davon entfernt befindet sich ein Band unbesetzter Zustände. Der Abstand beider Bänder in einer diamantartigen Struktur ist umso größer,
je kleiner darin die Bindungsabstände, das heißt, je fester die Atome gebunden sind. Am leichtesten lassen sich also beim Germanium Elektronen in das Leitungsband anheben. Wird eine Germaniumprobe erwärmt, so nimmt darin die Leitfähigkeit rasch zu. Die wesentlich größere Energielücke beim Diamanten lässt sich thermisch nicht überwinden. Er wäre vorher verglüht. Wie ändern sich die Verhältnisse, wenn dieses Gitter im Wechsel aus zwei Atomsorten aufgebaut wird, die zusammen ebenso viele Valenzelektronen liefern wie die Ursprungsatome, deren Plätze sie einnehmen? So liefern beispielsweise je zwei Silizium- oder Germaniumatome zusammen 8 Valenzelektronen. Die gleiche Summe kommt aber auch zustande, wenn Elemente aus der dritten und fünften Gruppe an ihre Stelle treten, etwa Gallium und Arsen. Und abermals 8 Valenzelektronen liefern Kombinationen von Elementen der zweiten und sechsten Gruppe, Cadmium und Schwefel etwa. Oder Cadmium und Selen. Innerhalb jeder Kombination, etwa 2 plus 6, nimmt der Metallcharakter mit der Ordnungszahl der beteiligten Elemente zu. Zinkoxid ist salzartig, weiß. Cadmiumsulfid demgegenüber bereits gelb. Noch wesentlich dunkler erscheint Cadmiumselenid. Und ein Plättchen Cadmiumtellurid zeigt bereits metallischen Glanz. Ein Maß für die Zunahme des metallischen Charakters ist die Energie, die aufgewendet werden muss, um Leitungselektronen zu erzeugen. Von einer Lichtquelle fällt weißes Licht auf Proben aus Cadmiumsulfid, Cadmiumselenid und Cadmiumtellurid. Vor den Proben sind Filter verschiebbar angebracht, von denen dieses nur energiearmes Infrarotlicht durchtreten lässt. Welche Proben bei Bestrahlung zu Fotoleitern werden, entscheidet die Leitfähigkeitsprüfung. Cadmiumsulfid zeigt jetzt keine Leitfähigkeit. Auch Cadmiumselenid reagiert auf infrarotes Licht nicht. Nur Cadmiumtellurid erweist sich bei Infrarotbestrahlung als Fotoleiter. Ein anderes Filter wird in den Strahlengang geschoben. Es lässt sichtbares rotes Licht durchtreten, das etwas energiereicher ist als Infrarot. Aber auch jetzt spricht Cadmiumsulfid noch nicht an. Dafür aber Cadmiumselenid. Erst wenn ungefiltertes weißes Licht auf Cadmiumsulfid fällt, wird auch dieses zum Fotoleiter. Dabei bestimmt die Intensität des auftreffenden Lichts den Fotostrom. Nach diesem Prinzip arbeiten die modernen Belichtungsmesser, wie sie in noch kleinerer Ausführung auch in Foto- und Filmkameras eingebaut sind. Der Energieabstand vom Valenz zum Leitungsband ist also bei Cadmiumsulfid größer als bei Cadmiumselenid und Cadmiumtellurid. Dies entspricht den Verhältnissen bei Kohlenstoff, Silizium und Germanium. Gleiche Struktur und gleiche Gesamtelektronenzahl sind es also, die zwei Stoffen aus ganz verschiedenen Bausteinen dennoch ganz ähnliche Eigenschaften verleihen. Wir überblicken jetzt im Wesentlichen das Verhalten von Elektronen in Festkörpern. Nichtleiter, Isolatoren also, sind Stoffe mit einer sehr großen Lücke zwischen dem elektronengefüllten Valenzband und dem leeren Leitungsband. Diese Lücke ist so groß, dass sie thermisch oder durch Anregung mit sichtbarem Licht
nicht überbrückt werden kann. Gute Isolatoren sind bezeichnenderweise farblos, etwa Porzellan oder rechts unten im Bild Glimmer. Ist die Lücke zwischen den Bändern klein, sodass thermisch oder durch Belichtung Elektronen vom Valenz in das Leitungsband quasi gehoben werden können, spricht man von Halbleitern. Im speziellen Fall auch von Photohalbleitern. Ihre Eigenschaften lassen sich bei der Herstellung der Grundmaterialien durch gezielten, spurenweisen Zusatz von Fremdstoffen, man sagt dazu dotieren, in unglaublich vielfältiger Weise verändern. Und es sind diese Materialien, die überhaupt erst die einzigartige Entwicklung der Elektronik ermöglichten. Denken wir nur an die riesige Palette der sogenannten Unterhaltungselektronik oder an Taschenrechner oder an solche kleinen Wunderwerke, Digital-Armbanduhren, die auf Knopfdruck nicht nur die Uhrzeit, das Kalenderdatum und die laufende Sekunde registrieren, sondern einen ganzen miniaturisierten Taschenrechner enthalten, auf dem ich sechsstellig und mehr rechnen kann. Metalle schließlich sind Stoffe, bei denen Valenz und Leitungsband einander überlappen, sodass immer frei bewegliche Elektronen vorhanden sind. Frei bewegliche Elektronen sind auch Voraussetzung für den typisch metallischen Glanz. Nach dem Äußeren zu urteilen, besteht diese Probe aus reinem Kupfer. Aber der Schein trügt. Es ist der Kristall eines Platinsalzes. Durch einen chemischen Trick ist erreicht, dass sich darin Elektronen in der Längsachse, also nur in einer Richtung, frei bewegen können. Das macht den Unterschied zum echten Kupfer. Durch einen Polarisationsfilter betrachtet, behält die hinten einzeln liegende Probe in allen Filterstellungen Glanz und Farbe. Denn es ist Kupfer. Die drei Kristalle vorn dagegen wechseln zwischen Kupferglanz und mattem Schwarz. Halten wir also abschließend noch einmal fest. Die elektrische Leitfähigkeit ist eine Eigenschaft eines Kollektivs von Atomen. Wie wir eben sahen, kann diese Leitfähigkeit richtungsabhängig sein, so wie auch Glanz und Farbe. Dann aber sollte auch das Auftreten von Farben irgendwie mit der Anordnung von Atomen zueinander sowie mit der Verteilung von Elektronen zusammenhängen. Darüber mehr in unserer nächsten Sendung, mit der gleichzeitig der zweite Abschnitt unseres ZDF-Studienprogramms Chemie zu Ende gehen wird. Für heute auf Wiedersehen.